mal den Schwerkraft noch ein bisschen hochprügeln. Ah, hallo. Oha, er hat eine Waffe. Ja. Heldenkrone, yay. Hinter dir, ein schreckliches Monster. Was? Was nehmen wir mit? Wo? Hier, komm. Geld. Mann, mach nicht so einen Scheiß mit mir. Geld ist doch immer gut. Haben wir da sogar ein bisschen was zum Braten hier. Stimmt, ein paar Viecher haben wir ja umgelegt. Sieht richtig lecker aus. Mhm. Das glaubst du aber. Riecht schon mal nicht schlecht. Ah, ein weiterer Freiwilliger. Ich muss mit dem Inquisitor reden. Na klar. Und warum sollte Inquisitor Mendoza, der Anführer des Ordens der Heiligen Flamme, mit einer Wurst wie dir reden wollen? Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Das sagst du. Vielleicht bist du aber auch hier, um den Inquisitor zu töten. Glaubst du wirklich, eine Wurst wie ich könnte den Inquisitor töten? Wohl nicht. Also gut, ich lass dich rein. Aber wehe, du machst Ärger. Hallo. Na gut, wer weiß, vielleicht steht ja auch der Inquisitor auf Würste und ja, hat dann so seinen Spaß. Aha, ein weiterer Rekrut. Die Wachen haben dich hergebracht, weil du gegen das Gesetz verstoßen hast, nicht wahr? Nein, ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Eine Botschaft? Gut, ich werde sie dem Inquisitor überbringen. Nein, ich muss selbst mit ihm sprechen. Na schön. Inquisitor Mendoza ist in der Heiligen Halle. Während deines Aufenthalts darfst du dich in der Festung frei bewegen. Ich hoffe für dich, du weißt dieses Privileg zu würdigen. Wie komme ich zur Heiligen Halle? Es ist wohl besser, wenn ich dir eine Karte gebe, damit du dich nicht verläufst. Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Jedenfalls vorerst nicht. Was? Glaubst du, ich öffne für einen Banditen das Tor? Erst einmal bringst du deine Botschaft zu Mendoza. Dann sehen wir weiter. Na gut. Dann schauen wir doch mal in Buchständertruhe. Lesen wir ein bisschen. Hier steht etwas über Magie. Wir halten dafür Weisheit. Es hieß ja, wir dürfen uns hier frei bewegen. Von daher. Das ist jetzt mein Apfel. Wir sind sogar nachts noch am Trainieren. Du kommst aus dem Sumpf? Dann kennst du bestimmt meinen Bruder Beppo. Klar kenne ich Beppo. Lass dich nicht von ihm ärgern. Er ist ziemlich mies drauf. Aber das war schon immer so. Deine Mutter Tilda hat nach dir gefragt. Wirklich? Meine Mutter? Ich hoffe, es geht ihr gut. Ja, sie ist in der Hafenstadt. Ah, sehr gut. Das ist der richtige Ort für sie. Danke für diese gute Nachricht. Juhu, wir haben unser Level up. Jetzt müssen wir wieder zurück zur Hafenstadt, die anderen Sachen noch zu lernen. Hi, Bronco. Sieh an, ein Bandit. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber lass meine Rekruten in Ruhe. Mal schauen. Wer fegt denn hier? Hab ich das richtig gehört? Du willst mit dem Inquisitor sprechen? Ja, ich habe eine wichtige Botschaft für ihn. Habt ihr alle Monster besiegt? Sind die Gefahren gebannt? Willst du wirklich wissen, wie es draußen aussieht? Lieber nicht. Warst du schon mal draußen? Ja, aber glaub mir, hier drinnen ist es sicherer als draußen. Wie komme ich hier raus? Pallas öffnet das Tor. Aber er wird es erst tun, wenn Meister Ignatius dich für würdig hält. Wer ist Meister Ignatius? Hey Mann, ich kann ja verstehen, dass du viele Fragen hast. Aber alles zu seiner Zeit. Du wirst Meister Ignatius schon früh genug kennenlernen. Also mach dir nicht in die Hose und sieh dir erstmal alles in Ruhe an.
Okidokili. Buchstern zum Beispiel. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Ah, das Palast schon wieder. Gut, da haben wir jetzt einmal hier die Runde gedreht. Wen haben wir denn sonst noch da? Und es wird auch langsam wieder hell. Haben wir die Nacht ja gut rumgebracht. Ach stimmt, da war irgendwie, genau, das war eine Arena. Hey, du bist neu hier, was? Ich bin Tucker, Rekrut der Inquisition. Haha, was für ein Hohn. Dieselben Leute, die mich in Ketten gelegt haben, wollen jetzt, dass ich für sie kämpfe. Das scheint dir nicht zu gefallen. Denk doch mal nach. Wenn sie uns schon zum Dienst anziehen, dann ist die Kacke am Dampfen. Und was glaubst du, wird passieren? Das weiß nicht mal der Inquisitor. Aber eins ist klar. Wir Rekruten sind die Ersten, die dran glauben müssen. Ja, so ist das halt mit Kanonenfutter. Ein Huhn. Bisschen Pflänzchen hierzu mitnehmen. Da wäre auch noch ein Schleifstein. Wie gesagt, hier eine Arena. Die friedliebenden Inquisitionsleute. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Hast du auch richtige Waffen? Was würdest du davon halten, wenn ich dir mal eine von meinen Waffen um die Ohren haue? Dann wirst du schon sehen, wie gut die sind. Schon gut. Was hast du denn so für Waffen? Ich habe so einiges. Aber es gibt nichts umsonst. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Alles, was du so gesammelt hast, nehme ich in Zahlung. Was kannst du mir anbieten? Wahrscheinlich gar nichts. Wir kämpfen hier mit Stäben, nicht mit Schwertern. Aber wir können handeln. Mehr kann ich nicht für dich tun. Was ist mit Schmiederohlingen? Kannst du welche besorgen? Ich verkaufe nur noch meine Lagerbestände. Hier in der Vulkanfestung ist einfach kein Bedarf dafür. Ich könnte dir welche herstellen. Allerdings müsstest du die Rohstoffe schon selber herbringen. Lass uns handeln. Mal gucken, was der... gut. Ja, was der hat. Ich glaube nichts, was wirklich was bringen würde. Naja, zumindest können wir Zeug loswerden. Ist ja auch nicht so verkehrt. Wieder ein paar Cent mehr. Dankeschön. Nett. Da haben wir noch Goldschmiedeschrank. Was willst du hier? Ich guck nur. Lass mich doch mal gucken. Noch mal gucken, ob wir jetzt die heiligen Hallen finden. Hallo Vitus. Ein Kämpfer der Banditen? Nun gut, ich bin Meister Vitus. Solange du dich anständig verhältst, bist du uns willkommen. Aber wenn du gekommen bist, um Streit zu suchen, verpassen wir dir die Prügel deines Lebens. Was genau heißt anständig? Halte dich aus den Kammern fern. Lass deine Finger bei dir und fang keinen Streit an. Ich glaube, das kann ich nicht so versprechen. Tut mir leid. Was ihr Wer hat dich denn hier reingelassen? Wieso? Du bist kein Rekrut. Du etwa? Ich bin der Koch. Hey, kennst du einen guten Witz? Ja. Pass auf. Drei Rekruten sollen eine Ruine untersuchen. Der erste geht rein. Nach einer Weile kommt er blutverschmiert wieder. Die anderen fragen besorgt, hör mal, was ist denn passiert? Den kenne ich schon. Ich weiß, da gibt es vielleicht irgendwie die Möglichkeit, die Witze mal nachzulesen. Käse, Wurst, Stuhl. Ih, das ist ja Stuhl.
Na, noch kommt hier keiner gelaufen. Hallo, ihr Schweine. Was ist los? Nichts. Du bist dann hier wohl der Schweinehirt. Noch ein Rekrut. Halt! Ich bringe eine Botschaft für deinen Chef. Also lass mich durch. Wenn du glaubst, dass du hier irgendwelche Rechte hast, liegst du falsch. Also mach keinen Ärger, sonst bist du Futter für die Schweine. Hast du das verstanden? Lass mich durch, du Nachtwächter. Na warte, wir beide sind noch nicht miteinander fertig. Das wird ein Nachspiel haben. Ja, ja, jetzt geh aus dem Weg. Geh und gib deine Botschaft ab. So, sind wir mal arrogant. Also keine Sorge, ich glaube, Rechte haben wir hier keine. Soweit ich weiß, zumindest keine AfD-Wähler. Eine Beere. Da können wir nicht dran ziehen. Das sah doch gerade hier stark nach einem Geheimgang aus. Da sollten wir vielleicht nicht runterspringen. Hey, hast du mal einen Stängel Kraut für mich? Nein, Mann. Mit Kraut habe ich nichts zu schaffen. Tja, Enzo, dann halt nicht. Aber wir können hier runterspringen. Bringt ja auch nicht allzu viel. Ich laufe mal gerade durch den frisch gekehrten Weg bei dir. Hi, ich bin Jervis, Rekrut der Inquisition. Ich schätze, du bist nicht freiwillig hier. Da hast du wohl recht. Zwangsrekrutiert, auf Anordnung des Inquisitors. Wieso bist du rekrutiert worden? Ich habe zusammen mit Cole Wölfe gejagt, als eine Patrouille der Weißen vorbeikam. Er konnte noch abhauen, aber mich haben sie gekriegt. Du bist Jäger? Ja, aber ob ich mit dem Bogen umgehen kann oder nicht, das interessiert hier keinen. Stabkampf soll ich lernen und Magie. Gut, dann versuche ich das halt. Kannst du mir was beibringen? Ich weiß nicht, ob den Meistern das gefallen wird. Ach Quatsch, das interessiert niemanden. Aber ich muss diese Spruchrollen verstehen. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Das wäre gut. Weißt du, es würde mir schon reichen, wenn du mir ein paar Sachen besorgst, damit ich hier weiterkomme. Was brauchst du? Nicht viel. Eine Spruchrolle der Illusion und zwei leere Pergamentrollen. Und dafür bringst du mir bei, was du weißt? Ja, alles, was ich übers Bogenschießen, Schleichen und die Jagd weiß. Ja, brauchen wir zwar alles nicht, aber immerhin mal noch einen Auftrag mitgenommen. Buchständer. Lesen wir mal ein bisschen. Der Runentisch. Der Runentisch ist ein mächtiges Werkzeug. Bla 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 bla. Oh, hier steht was. Um den Runentisch vorzubereiten, setzt man die gewünschte Rune in die Vorrichtung. So, das muss reichen. Ach, die Miss Strangelove. Hallöchen. Ja, ist ja kein Problem. Guck mal, wie lange ich noch mache. Aber ich denke mal so ein halbes Stündchen bis Stündchen mindestens und dann guck mal, wie es noch weitergeht. Die Vorbereitung. Der Schreiber bereitet sich mental auf. Ach, das ist doch alles Quatsch. Lass mal sehen. Dann legt er die benötigten Zutaten, die unbeschriebene Pergamentrolle und die Schreibfeder neben den vorbereiteten Runentisch und ist nun bereit, mit dem Schreiben zu beginnen. Das reicht mir. Ja, muss ja nicht alles so genau hier mitnehmen. Da hat noch Schreibpulte. Hey, kennst du einen guten Witz? Ein Witz? Gut. Kommt der Fuchs zum Wolf und sagt, komm, wir verprügeln den Hasen. Da sagt der Wolf, ist gut, aber wir brauchen einen Grund. Kenn ich schon.
Ach, der ist voll echt so ein laufendes Witzbuch hier, der Kollege. Genau, mit Meister Illumar sollten wir eh noch reden. Was willst du hier? Ich sehe mich mal um. Dann tu das. Ich werde dir den Zugang zum Wissen nicht verwehren. Wenn du lernen willst, steht es dir frei zu lernen. Solange du nicht den Frieden der Festung störst. Das klingt doch ganz gut. Ich habe die Bücher über Spruchrollen gelesen. Gut, dann weißt du jetzt, worum es hier geht. Wir schreiben Spruchrollen, mit denen jeder, sogar du, Zauber wirken kann. Kann ich die Spruchrollenschreiberei lernen? Natürlich. Was muss ich dafür tun? Besorge dir Schreibzeug, eine Schreibfeder und ein leeres Pergament. Ich bin sicher, die anderen Schüler werden dir weiterhelfen. Wenn du das Schreibzeug hast, werde ich dich das Talent lehren. Okay, ist ja wie in der Schule. Erstmal Schreibzeug auftreiben. Schreibzeug, Schreibpult. Gehen wir lieber hier nochmal gucken. Nun, was führt dich her? Ich bin hier, um Mendoza zu sprechen. Dann kann ich nur für uns alle hoffen, dass du gute Nachrichten bringst. Das werde ich mit Mendoza allein besprechen. Natürlich. Es steht dir frei, die heilige Halle zu betreten. Was ist mit dem Haupttor der Festung? Wird die irgendwann auch mal geöffnet? Nun, ich denke, es ist an der Zeit. Meister Pallas wird sie für dich öffnen. Das ist zu riskant. Gut, alles klar. Nein, wir werden dich hier erst wieder rauslassen, wenn der Meister bla bla. Ja, okay, du darfst wieder raus. Okay, finde ich schön. Halt, kein Durchgang. Och. Können uns ja noch auf die Bank setzen. Da unten wäre noch ganz wenig zu erkunden. Wir gehen erstmal jetzt zum Mendoza im alten Halunken. Da, Buchständer. Interessant. Und unsere Weisheit steigt und steigt weiter an. Hier steht etwas über Magie. So, mein Alterchen. Wie sieht's aus? Du hast einen weiten Weg auf dich genommen, Bandit. Was willst du von mir? Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Was will er? Verhandeln? Warum kommt er nicht selbst? Ich bin sein bester Mann. Zumindest bist du mutig. Meinetwegen, dann sprich. Was für eine Botschaft bringst du mir? Die Kämpfe zwischen dem Orden und den Banditen müssen aufhören. Bekommt Esteban es mit der Angst zu tun, oder ist er müde geworden? Den Monstern ist es egal, welche Rüstung wir tragen. Sie greifen jeden an. Sie sind die eigentliche Bedrohung. Die eigentliche Bedrohung? Du weißt gar nichts. Jedenfalls noch nicht. Du weißt mehr über die Bedrohung? Es ist, wie du sagst. Es gibt eine Bedrohung auf dieser Insel. Aber sie ist weitaus größer, als ihr Banditen euch vorstellen könnt. Was wir jetzt brauchen, ist Frieden. Frieden? Es gibt keinen Frieden auf dieser Welt. Soll ich Don Esteban das sagen? Nein, aber ein Waffenstillstand hat seinen Preis. Gut, was verlangst du? Ich habe kein Interesse daran, einen Krieg gegen euch zu führen. Höre, was ich dir zu sagen habe und bringe mir, was ich verlangen werde. Dann könnt ihr euren Frieden haben. Dann erzähl mir, was los ist. Die Götter haben uns verlassen. Und die dunkle Welle brachte Zerstörung über die Welt. Aber sie sind nicht ohne Geschenk von uns gegangen. In dieser Halle hier erschien die heilige Flamme als Zeichen, dass wir nicht vergessen sind. Ein letztes Versprechen der Götter, dass uns Menschen die Welt gehört. Warum haben die Götter die Welt verlassen? Das ist eine andere Geschichte, die für uns nicht länger von Bedeutung ist. Es ist passiert. Und alles, was jetzt zählt, ist unser Überleben. Und wir werden überleben, indem wir unsere Feinde besiegen. Wer ist der Feind? Die dunkle Welle hat Mächte längst vergangener Tage freigesetzt.
Die Zeit der Titanen sollte vorbei sein. Und doch sind sie hier, überall da draußen. Sie ziehen über die Meere und kommen mit den Stürmen. Sie kommen, unsere letzten Enklaven zu vernichten. Was ist die Macht der Flamme? Die Flamme ist die Quelle der Magie. Das ist ihre Macht. Durch ihre Magie wird die Insel beschützt. Beschützt? Und was ist mit den Ruinen und den Monstern? Der Schutz wird schwächer, unsere Feinde stärker. Die Zerstörung hat bereits begonnen. Was sind die Titanen? Folge mir, dann wirst du es erfahren. Wie können wir die Zerstörung aufhalten? Solange die Flamme brennt, ist der Kampf noch nicht entschieden. Die Macht ihrer Magie ist die stärkste Waffe, die wir haben. Komm mit mir, ich werde es dir zeigen. Dann zeig es mir, ich will alles erfahren. Gehen wir. Ja. So, ist das die Stimme von Russell Crowe? Russell Crowe kann hinkommen. Ich habe, glaube ich, länger keine deutschen Filme mehr mit ihm gesehen. Also keine Filme auf Deutsch mehr mit ihm gesehen. Ja, ist ja kein Problem, wenn du jetzt später kommst. Kann man ja nachher noch alles auf YouTube nachschauen. Und einer wie ist auch wieder da. Hi ho. Einst herrschten die Titanen über die Welt. Doch die Götter konnten sie vertreiben. Jetzt, da die Götter weg sind, fallen sie erneut über unsere Welt her. Doch in dieser Zeit ist kein Platz für Menschen und Titanen. Einer wird weichen müssen, und das werden nicht wir sein. Folge mir. Ja, ich folge dir mal. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was der mir jetzt zeigen will. Es ist ein bisschen creepy. Ich habe die Titanen bekämpft, auf Land und auf See. Und ich habe viele Waffen gegen sie eingesetzt. Wir werden den Kampf gewinnen, wenn wir wissen, wie wir die Flamme nutzen. Doch dazu müssen wir ihr Geheimnis ergründen. Weiter. Ist ja schön. Kannst du einmal auch eigentlich sagen, während wir hier rumlaufen, oder? Oder hätte das vom Weg her nicht gepasst, von der Zeit? Ich sollte mal speichern, nachher falle ich hier noch runter. Na gut, wird automatisch gespeichert. Echt tief hier runter, aber der Ausblick ist schon... hat was. Komm mit. Ich kann sehen, was keiner sieht. Mein Auge zeigt mir die magischen Strömungen der Welt. Die Flamme, die in der heiligen Halle zu sehen ist, hat ihren Ursprung im Feuer des Vulkans. Weiter jetzt. Ja gut, ist wahrscheinlich nicht so laufen und reden wird wahrscheinlich nicht so was, laufen und reden läuft bei ihm nicht so. So. Könnt ihr mal sagen, wie, also ich denke, der Stream sollte jetzt theoretisch besser laufen oder flüssiger als vorher. Dafür habe ich, also ist die Qualität halt nicht mehr so gut, weil ich die Bitrate jetzt mal nochmal runtergestellt habe. Aber dafür sollte es jetzt wesentlich besser laufen als sonst. Ich hoffe zumindest mal, dass das was gebracht hat. Ja, ich bin hier noch mit Zuschauern am Reden, verdammt nochmal. Hier ist es. Dieses Tor wird uns hinabführen zum Ursprung der heiligen Flamme. Du willst wissen, was für eine Waffe die Flamme ist? Ich sage dir, die einzige, die uns noch helfen kann. Steig mit mir hinab in die Finsternis. Und erkunde mit mir das Geheimnis der Flamme. Wir holen uns ihre Macht. Und dann werden wir über die Titanen siegen. Oh, okay. Ja, wie gesagt, das ist das Problem. Ich habe innerhalb der Arbeit die Qualität ist halt runtergepackt. Aber ich denke dann lieber etwas schlechtere Qualität im Stream als dann, dass das also, ja, als dauerndes Rumruckeln und so. Und ich habe auch ich habe auch den Eindruck, dass der Delay bei weitem nicht mehr so, nicht mehr so stark ist.
Ja, wie gesagt, ich habe die Bitrate runtergestellt, dass halt, ich habe jetzt halt auch deutlich weniger verworfene Frames als sonst. Ich denke, das ist dann der Kompromiss, den ich hier machen muss. Und ich glaube, ich lade dann gerade die Quest nochmal neu, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt... dass hier mir die schöne Dings abgebrochen wird hier. Die schöne Quest. Dann lassen wir dich einfach mal hier stehen. Wir können jetzt ja wieder gehen. Und rennen mal zurück zu Fincher. Wie gesagt, ich kann mit der Bitrate noch so ein bisschen rumexperimentieren. Vielleicht stelle ich sie, also ich habe es jetzt auf 4000 gestellt. Vielleicht mache ich es mal auf 5000 und gucke, wie das dann läuft. Ist halt schon ein bisschen ärgerlich, dass die Server nicht mehr mitmachen, aber es ist halt auch irgendwo verständlich, dass die gucken müssen, dass die Ressourcen dann laufen. Ach so, mach mal gerade auf. Das Tor kann geöffnet werden. Und Meister Ignatius? Sagt, das geht in Ordnung. Schön, schön. Dann soll das Tor von nun an offen sein. Für immer. Das ist doch toll. Tja, dann jetzt erstmal wieder zurück zum Banditenlager. Nehmen wir den ganzen weiten Weg auf uns. Da wären noch Gnome. Ich glaube, wir haben erst noch ein paar Gnome platt. So, Reiselust. Du listiger Gnome. Stirb. Stirb. Na gut, ich glaube, das war ja noch eh so eine Quest 4 für die Kollegen. Ja, noch Druiden-Scherling. Noch ein Ring und ein Heiltrank, nehme ich gerne mit. Ja, genau, die Sounds hier von Gothic, die haben halt ja einiges von Gothic übernommen, aber ist ja auch verständlich. Hauen wir doch mal den Geiern hier auf den Arsch, dann haben wir hier ein paar Arschgeier. Okay, wir fliegen mal ein bisschen. So, die Herren, mal nicht so drängeln, kriegt jeder was ab. Ah, komm. Ja, die Gothic-Reihe war schon was ganz Besonderes. Das stimmt. Es ist halt auch ganz interessant, dass die in Amerika halt nicht so gut angekommen ist. Ich weiß halt nicht, wie viel da das Review vom Angry Joe damit zu tun hat. Der hat das Spiel ja ziemlich runtergeputzt. Aber ja, ist wahrscheinlich einfach nicht so die amerikanische Spielweise. Jawohl. Dass man. Wie gesagt, also ist ja sowohl bei Gothic als auch bei Risen so, dass die Monster nicht mitleveln. Und du halt am Anfang halt deutliche Probleme hast. Aber dafür gegen Ende immer besser zurechtkommst. Also es ist quasi andersrum. Es ist am Anfang schwer und am Ende wird es dann leicht.